Was assoziieren Sie mit diesen drei Bildern? Das ist alles 2001 passiert. Das ist tatsächlich schon wieder so lange her. 2001 die Terroranschläge in New York. 2001 Wikipedia wurde gegründet. Zumindest aus meiner Generation finde ich es immer wieder bemerkenswert, dass Wikipedia gerade mal 13 Jahre alt ist. Und ich mir tatsächlich ein Berufsleben ohne Wikipedia kaum vorstellen kann. Naja gut, und Fußball, gerade schon gesagt, es hat im Ruhrgebiet ein bisschen besser funktioniert. Ich bin gebürtiger Dortmunder und da freut man sich natürlich. Das Schalke nur für 4 Minuten Meister. 2001 ist noch was anderes passiert. Und zwar haben sich ein paar schlaue Menschen in den USA zusammengesetzt und gesagt, wir müssen in der Softwareentwicklung etwas ändern. Warum? Weil sie das Gefühl hatten, dass Softwareprojekte nicht vorhersehbar genug waren, dass sie nicht die hohe Qualität geliefert haben, die es gebraucht hätte und vor allem auch nicht das geliefert haben, was der Kunde eigentlich wollte. Und die Menschen haben sich auf 4 Prinzipien geeinigt. Sie sagen, das sind Rahmenbedingungen, unter denen wir glauben, dass gute Software entwickelt werden kann. Ich gehe sie mal kurz durch. Im ersten steht, Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Was heißt das? Vorher hat man Software sehr, sehr prozessgetrieben entwickelt, gesagt, im ersten Schritt muss ich mal erfassen, was der Kunde eigentlich möchte. Im zweiten Schritt schreibe ich das auf, zum Beispiel in ein Lastenheft. Im dritten Schritt schreibe ich das zu einer technischen Umsetzung auf, ein Pflichtenheft. Im vierten Schritt setze ich es dann wirklich um und im fünften Schritt teste ich das Ganze dann. Und wenn das irgendwann fertig ist, dann liefere ich es auch aus. Was man dabei aber ein Stück weit übersehen hat, ist, dass diese Phasen, die ich gerade beschrieben habe, durchaus mal sich über 2-3 Jahre herziehen können. Und in den 2-3 Jahren kann sich schon wieder alles geändert haben, was der Kunde eigentlich am Anfang wollte. Entweder weil er es am Anfang nicht besser wusste oder weil sich die Welt weiter gedreht hat. Funktionierende Software über umfassende Dokumentation ist genauso ein Thema. Gerade erwähnt, Lastenheft und Pflichtenheft gehörten lange Zeit und gehören in vielen Unternehmen auch heute noch zu den üblichen Artefakten, die so in einer Softwareentwicklung entstehen. Im Lastenheft wird aufgeschrieben, was gemacht werden soll und in einem Pflichtenheft wird aufgeschrieben, wie es gemacht wird. Und da gibt es tatsächlich relativ viele Projekte, und die gibt es auch heute noch, wo Lastenhefte und Pflichtenhefte entstehen, damit diese Dokumentation entsteht. Dann entstehen nachher 500, 600, 700 Seiten Dokumente, die dann irgendwo in den Schrank gelegt werden und doch nicht das sagen, was sie eigentlich wollen. Und die Rahmenbedingung hier ist, nein, Softwareentwicklung sollte lieber funktionierende Software schaffen, um darauf dann reagieren zu können. Zusammenarbeit mit dem Kunden über Vertragsverhandlungen ist ein ähnliches Thema, einfach dadurch, dass ich eng zusammenarbeite und kommuniziere mit dem Ziel, bessere Software zu erstellen. Und reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das Befolgen eines Planes, um einzugestehen, dass sich die Welt um mich herum ändert. Wie gesagt, dieses Manifest ist in einem Kontext entstanden. Und zwar hatten diese Menschen ganz klar das Ziel, bessere Wege zu gestalten, Software zu entwickeln. Eine Bemerkung noch, was gerne mal verwechselt oder ein bisschen falsch aufgefasst wird, ist, die Menschen haben nicht gesagt, dass das hier in irgendeiner Form unwichtig ist. Also Dokumentation oder Prozesse, um zusammenzuarbeiten oder in einer Kundenbeziehung als Dienstleister, auch Verträge sind dadurch nicht unwichtig. Ja, sie haben nur gesagt, dass auf der linken Seite ist wichtiger. Wie ich finde, sehr vernünftige Grundgedanken, den revolutionären oder die revolutionäre Auswirkung, die das Ganze hat gegenüber bisherigen Vorgehensweisen, sieht man vielleicht nicht auf Anhieb. Was aber interessant ist, ist, dass sich sehr schnell konkrete Manifestationen, konkrete Methoden drumherum entwickelt haben. Man sieht auch durchaus von Interface auch mit propagiert wurden und werden. Scrum ist vielleicht ein Begriff, den manche schon gehört haben, was einfach eine konkrete Methode ist, um agile Software zu entwickeln. Das andere, was passiert ist, ist, dass eine Art Community, eine Gruppe rund um das Thema entstanden ist.
nennt sich dann gerne Agilist oder Evangelist für agile Softwareentwicklung oder irgendwas in die Richtung. Aber schlussendlich ist es einfach eine Gruppe von Menschen, die daran glauben, dass Software so entwickelt werden sollte. Und die Menschen sind 2001 und auch noch länger gestartet mit dem Gefühl und mit dem Spirit, die Welt verändern zu wollen. Jetzt ist 13 Jahre weiter, ich habe es gerade gesagt, 2001 ist schon ein bisschen her. Und es gibt eine ganz bemerkenswerte Tendenz rund um diese Community, aber auch in der gesamten IT. Und zwar ist ein Stück weit Desillusion an die Stelle von dieser Euphorie getreten. Es gibt da sehr führende Meinungsmacher, zum Beispiel den Robert C. Martin in den USA, der festgestellt hat, dass ein Indiz dafür ist, dass man sich mit einer zweitägigen Ausbildung Master, in dem Fall Scrum Master, nennen kann. Das ist in der Tat relativ bemerkenswert, wurde aber von Unternehmen so gelebt, also zu sagen, wir möchten jetzt agile Softwareentwicklung einführen, wir brauchen jetzt Scrum Master, wir schicken unsere Leute mal 2 Tage zu dem Kurs und alles ist gut. Schlussendlich ist meiner Wahrnehmung nach über die Jahre genau sowas passiert. Der Substanz, ich habe gerade gesagt, durch das agile Manifest vor allem die Substanz, ist mit der Verbreitung in der Wirtschaft etwas verschwunden. Das ist nichts Besonderes, auch das hat man in den 80ern schon entdeckt und der Frederick Brooks, das ist ein sehr bekannter Mensch, auch in der Softwareentwicklung, hat schon länger gesagt, es gibt keine Silver Bullets, es gibt keine Silberkugeln, um Probleme zu lösen. Aber trotzdem hat es einige Menschen desillusioniert. Ich möchte dort 2 Thesen aufstellen und mit diesen beiden Thesen auch ein Stück weit einen Input in die weitere Diskussion geben. Sagen, zum einen hat das Ganze die Softwareentwicklung an sich weitergebracht, zum anderen müssen wir, die uns Vordenker ein Stück weit nennen für agile Softwareentwicklung, aber auch umdenken. Was meine ich damit? Anti-Pattern, ein schöner Begriff für Überbegriffe, wie man Sachen nicht tun sollte, die ich festgestellt habe, wenn ich mich mit Menschen, mit Kollegen, mit Kunden unterhalte, sind folgende. Zum einen ist ein Stück weit in Vergessenheit geraten, was hiermit gemeint war. Also im agilen Manifest, wenn Sie sich erinnern, stand drin, Individuen und Interaktion ist wichtiger als Prozesse. Also das Gespräch, der tägliche Austausch mit dem Kollegen aus dem anderen Fachbereich ist wichtiger, als dem formellen Prozess zu folgen, wie ich mit ihm kommunizieren darf. Was hier aber in der agilen Welt passiert ist, ist, dass man sich über Sachen wie Scrum unterhält und sagt, wir machen jetzt Scrum, weil eine andere Firma Scrum macht, weil es gerade hip ist, weil ich vielleicht gerade auch so Kunden oder Bewerber adressieren kann. Das Zweite, was ebenso entstanden ist, ist, dass über die Verbreitung der Technik und der Marke agiles Vorgehen ein Stück weit die Kultur und auch die Kernwerte, die Kerntechniken auf der Strecke geblieben sind. Kerntechniken im Sinne von, naja, die Menschen, die sich da zusammengesetzt haben, meinten, vor allem auch Einfachheit, Pragmatismus. Ich muss nicht alle Probleme lösen der Welt, wenn ich ein Softwareprojekt mache, sondern nur die gerade wichtig sind. Ein wunderbares Beispiel an der Stelle ist die Suchmaske von Google. Ja, vor Google war Yahoo und Alta Vista, wie sie alle hießen, mit unglaublich bunten Suchmasken, die kein Mensch wirklich benutzt hat. Und Google hat es geschafft, eine Suchbar einzuführen und zu sagen, das ist Suche. Das ist so ein schönes Beispiel, was ich mit Einfachheit verbinde. Gleichzeitig ist aber auch ein Stück weit verloren gegangen, dass innerhalb dieser agilen Kultur Sachen wie Kommunikation, Motivation und Konfliktlösung sehr im Mittelpunkt stehen. Das Dritte, was entstanden ist, ist, dass sich innerhalb dieser Community ein Stück weit eine Utopie gebildet hat. Also zu sagen, wir entwickeln Software agil nicht unbedingt, um unserem Geschäft weiterzuhelfen, sondern vielmehr, weil wir agile Software entwickeln wollen, weil wir glauben, dass das eine ganz gute Lebensphilosophie ist. Das ist ein Stück weit okay, aber ein Stück weit führt es zu Diskussionen, warum tue ich das eigentlich? Und wenn ich nicht als Softwareentwickler erkenne, dass ich eigentlich Software dafür mache, dass mein Unternehmen oder mein Kunde oder mein Anwender glücklich ist,
dann habe ich meines Erachtens im Endeffekt irgendetwas falsch gemacht. Umdenken. Was meine ich mit Umdenken? Vor allem meine ich, auch mal den Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen und zu sagen, in der die agilen Welt, die agile Welt steht nicht alleine da. Das sind Probleme oder das sind Ansätze, die schon öfter wiedergekommen vorgekommen sind. Zum Beispiel in der Automobilindustrie. Und Toyota hat sich in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr stark von amerikanischen Firmen abgehoben, indem sie sehr bewusst produziert haben. Indem sie zwar eine gewisse Effizienz in den Vordergrund gestellt haben, aber gesagt haben, wir brauchen ein stabiles Gerüst dafür. Themen sind zum Beispiel, dass man Qualität von Anfang an einbindet, aber auch, dass man eine sehr starke Problemanalyse fährt. Das hat man sich in der Softwareentwicklung auch angeschaut, da ist dann der Begriff Kanban daraus entstanden. Und ohne jetzt zu sagen, in die Diskussion reinzukommen, man sollte Scrum nicht machen und Kanban machen. Aber das Interessante ist, dass hier andere Prinzipien aus der Automobilindustrie übertragen wurden in einen Prozess, der durch seine Einfachheit besticht. Ähnliche Entwicklung ist auch in der Startup-Szene, in der Entrepreneurship-Szene zu beobachten. Hier ist der Begriff Lean Startup seit Jahren, seit 3, 4, 5 Jahren eine Idee, wie man junge Unternehmen, die man gründet, relativ schnell evaluiert. Also das geht dagegen, dass man sagt, naja gut, ich gründe jetzt ein Unternehmen, gib mir 5 Millionen und 3 Jahre und dann schaue ich mal, ob meine Lösung vielleicht passt auf den Markt. Die Idee hierher ist, dahinter ist vielmehr, ich möchte so schnell wie möglich herausfinden, ob für mein Produkt, was ich andenke, eigentlich ein Markt da ist. Und dafür Zyklen gehen, indem ich was baue, schnell messe und daraus lerne. Ein zweiter Trend, der auch mit der agilen Welt zu tun hat, ist die Welt Open Source, weil ich das jetzt nicht nur auf Software beschränke, sondern wirklich auch auf offene Daten und auf offenen Austausch erweitern möchte. Das gibt es seit den 80er Jahren und schon früher, dass sich Leute Gedanken machen, ich muss, um Software effizienter nutzen zu können, Ideen und auch fertige Artefakte mit anderen Menschen austauschen. Das ist zum Beispiel so, ich weiß nicht, wer von Ihnen ein Google-Handy, ein Android-Handy in der Tasche hat. Schlussendlich ist viel von der Idee Android begründet in Entwicklung im Open Source, im Linux-Bereich. Dass es eine Menge Menschen gibt, die darauf aufbauend Betriebssysteme für ihre Handys kriegen und auch Software entwickeln können. Es haben diese drei Welten, also die agile Welt, Lean als Überbegriff für das, was über Toyota geschaffen wurde, und Open Source nun gemeinsam, und was kann uns dabei helfen, um ein Stück weit wieder auf den Weg zu finden, besser Software zu entwickeln. Ich glaube, dass es drei Themen sind, die, glaube ich, hier im Verlauf des Tages auch noch weiter angesprochen werden. Zum einen bin ich der Überzeugung, dass aus wirtschaftlicher, aus Unternehmenssicht es immer wichtiger wird, agil zu sein, offen zu sein und einen Lean Denkansatz zu haben. Agil beziehe ich dabei vor allem auf das Thema, mit Veränderungen umzugehen. Mit Veränderungen Technologie umzugehen. Wer vor 10 Jahren vorhergesagt hätte, welche Bedeutung Smartphones heute für jeden Einzelnen haben, hätte gesagt, okay, entweder hätte ich viel Geld verdient oder ich wäre verrückt erklärt worden. Gleichzeitig verändern sich aber auch andere Aspekte, zum Beispiel der Arbeitnehmermarkt. Auch darauf müssen Firmen reagieren. Zum anderen, gerade schon beim Wolfgang auch angeklungen, der Begriff Software-Craftsmanship sollte wieder ein Stück weit mehr in den Vordergrund rücken. Techniken und Übungen sind dazu da, um gute Software zu entwickeln, und das kann ich nicht innerhalb von 2 Tagen durch ein Scrum-Master-Zertifikat in irgendeiner Form nachholen. Und das dritte ist, es geht
schlussendlich um eine Form der Zusammenarbeit, es geht um Werte. Mir gefällt da die Kette der Werte, die Extreme Programming, also eine Programmierrichtung, liefert sehr gut. Sagen, Zusammenarbeit, ob in einem größeren oder einem kleinen Umgebung, braucht gewisse Grundpfeiler, Respekt, Einfachheit, Mut, Kommunikation, Feedback. Weil es mir gar nicht darum geht zu sagen, einer dieser Werte könnte nicht durch einen anderen ersetzt werden und das ist vollständig. Aber ich glaube, dass das eine ganz gute Basis ist, um zusammenzuarbeiten. Worum geht es mir abschließend? Ich glaube, dass sich die Softwareentwicklung in einem Konflikt befindet, den sie akzeptieren muss. Nämlich auf der einen Seite muss sie mehr Wert für Unternehmen schaffen und da ist sie noch längst nicht da, wo sie sein sollte. Zum anderen muss sie aber auch akzeptieren, dass gerade Softwareentwickler eine Arbeitsumgebung brauchen, in der sie produktiv sein können. Auch da schon wieder mit Selbstbewusstsein, Selbstverwirklichung, was gerade auch schon angeklungen ist. Und zum Dritten liegt mir auch als Informatiker einfach viel daran, Softwareentwicklung als Disziplin mit voranzubringen. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wenn wir uns in 10 oder 20 Jahren über das Thema agile Softwareentwicklung unterhalten, dann sehe ich das eigentlich als ganz gute Schlussfolie. Ein Zitat aus dem Film Fight Club, irgendwann 2000 oder so. Eigentlich haben wir es dann ein gewisses Ziel erreicht, wenn wir nicht mehr darüber reden, sondern wenn es selbstverständlich ist, in der Art und Weise Software zu entwickeln.